Hallo zusammen und willkommen zu meinem Let's Play von Factorio. Factorio ist ein Spiel, bei dem es primär um das Überleben und Automatisierung geht. Also wie ihr hier sehen könnt, läuft das richtig schön mit Fließbändern und Greifarmen und von A nach B transportierenden Sachen ab. Also gerade die Greifarme finde ich super. Also Erz kommt angeliefert über ein sehr langes Fließband. Ein Greifarm schnappt sich das, packt das in eine Schmiede. Die Schmiede macht es aus einer Eisenplatte. Die Eisenplatte legt es auf ein anderes Fließband. Dann geht es weiter nach oben von dem Fließband, nimmt sich noch ein Roboterarm, das macht ein Zahnrad draus, ein anderer Arm macht weitere Fließbänder da draus, um noch mehr Fließbänder zu bauen. Das ist ziemlich, ziemlich abgefahren. Ich scroll mal ein bisschen raus. Das hier ist bisher meine Produktionsstätte. Und das ist bei weitem noch nicht das Beste, was es so gibt. Also wenn ihr das Intro eben gerade vor diesem Video gesehen habt, es gibt auch noch Züge, es gibt fliegende Roboter, die Sachen für einen bauen und reparieren und die Logistik betreiben. Dazu kommt allerdings auch noch der Überlebensaspekt, den ich eben gerade angesprochen hatte. Also ihr seht da auf der Karte, rote Punkte, rote Vierecke, das sind Alien-Basen. Und je mehr Umweltverschmutzung wir betreiben, was ja zwangsweise ist, wenn man so viel automatisiert wie wir hier, desto aggressiver werden die. Und die saugen dann die Umweltverschmutzung auf und mutieren auch zu garstigeren Varianten. Und die fangen dann an, mehr Basen in unserer Nähe aufzubauen. Ich mach mal ganz kurz die Weltkarte auf. Das da ist inzwischen die Weltkarte. Am Anfang waren das nur ein, zwei, drei von diesen kleinen Häufchen da und jetzt sind hier richtige Riesenbasen. Und ich bin technologisch noch nicht weit genug, um die alle kaputt zu machen. Also bunkere ich mich gerade ein mit meinen Dampf-Engines hier, habe ein paar Türme aufgebaut und erstmal überhaupt die Struktur hinbekommen. Weil das macht tierisch Spaß bei diesen Spielen, Strukturen aufzubauen. Also bei diesem Spiel und bei ähnlichen Spielen. Strukturen aufzubauen, gucken, wie sie funktionieren, ein bisschen dran rumoptimieren, dann merken, ach, das klappt ja doch nicht so gut, mache ich was Neues. Und das ist einfach nur genial. Also hier, ja, meine erste und letzte Verteidigungslinie gegen die Creeper. Aber ich glaube, die wollen gerade nicht. Das ist auch ganz... Oh doch, da kommt ein roter Punkt. Man hat auch ein bisschen was selber an Bewaffnung. Man kann auch Fahrzeuge benutzen. Zum Beispiel ein Buggy, mit dem kann man super Sachen überfahren. Guck mal, ob ich gerade einen dabei habe. Nee, leider nicht. Schade, schade. Aber ja, dann kann man auch selber noch mit MGs schießen, mit Flammenwerfer, mit Raketenwerfer und so weiter. Aber ein Großteil des Spiels ist eigentlich primär die Automatisierung von allem. Also dass man alle Ressourcen jederzeit zur Verfügung hat und damit sehr komplexe Fabriken aufbauen kann. Daher auch Factorio. Aber in diesem Let's Play wollen wir jetzt nicht hier uns ins gemachte Nest setzen. Ich will mit euch zusammen eine neue Welt besiedeln. Denn das ist unsere Aufgabe hier im Spiel. Wir sind so eine Art Stoßtrupp, die hier eine Fabrik aufbauen soll. Raketenabwehrstellungen, damit das Mutterschiff landen kann. Also ja, wir sind mal wieder die bösen Menschen, die den Ureinwohnern einen auf den Deckel geben. Aber das ist halt so. Ah ja, halt nicht auf dieser Welt, sondern mit euch eine neue Welt anfangen. Deswegen sagen wir Adieu zu diesem System. Auch wenn ich wahrscheinlich in der neuen Welt ein ähnliches aufbauen werde. Und hallo, neue Welt. Neues Spiel. Hier kann man jetzt recht viele einstellen und sich das Spiel dementsprechend einfach oder schwer machen. Was ich euch empfehlen würde, wenn ihr ein neues Spiel anfangt, macht nicht diesen Haken hier. Das stellt den Peaceful-Modus ein. Klingt auf den ersten Blick für ein ruhiges Kennenlernen des Spiels sehr gut, aber wenn ihr das Spiel dann nach und nach kennenlernt, wollt ihr dann irgendwann eine Herausforderung haben. Die bekommt ihr aber so nicht. Weil die Gegner halt niemals angreifen werden. Ich würde denn eher dafür sorgen, dass das Startgebiet, also die Starting Area hier, möglichst groß ist. Dann sind die gegnerischen Basen weiter außen und ihr müsst erstmal tierisch viele Maschinen bauen, bis die Umweltverschmutzung zu den Basen kommt und die merken, dass was faul ist. Also das ist eine wesentlich angenehmere Art, einen ruhigeren Start zu haben und halt langfristig sehen auch toll. Weil es bringt euch nichts, wenn ihr einen sehr ruhigen Start habt, dann irgendwann das Spiel wirklich kennenlernt und sagt, boah geil, jetzt will ich auch mal richtig sehen, was das Spiel drauf hat. Dann müsst ihr ganz neu anfangen, alle Strukturen neu machen und so weiter. Wobei selbst das für die meisten von euch, denke ich mal, kein Problem ist. Es ist ja ähnlich wie bei Don't Starve, Dwarf Fortress oder auch Minecraft. Wenn man mal neu anfangen muss, ist es nicht so schlimm, weil man hat schon neue Sachen im Kopf, die man gerne umsetzen möchte. Also ja, ich werde hier nicht viel umstellen. Das Einzige, was ich gerne mache, ist Wasser auf Small oder Very Small, damit die Landschaft etwas ebener ist. Und man größere Fabriken einfach bauen kann. Weil es ein bisschen doof, wenn man denn sein schönes
rechteckiges Muster da hat und dann ist da irgendwo so ein doofer Tümpel in der Mitte. Das mag ich gar nicht. Aber den Rest lassen wir in Ruhe. Wir wollen nicht mehr Erz haben, wir wollen nicht mehr Öl haben, weil es ist auch ein sehr wichtiger Punkt vor dem Spiel. Theoretisch könnte man so einstellen, dass man einen riesigen Vorrat an Eisen und Kupfer gleich am Spawnpunkt hat und niemals rausgehen muss und alles erforschen kann in diesem kleinen Bereich. Aber das ist in meinen Augen nicht der Sinn des Spiels. Der Sinn ist, man hat am Anfang ein bisschen was, sogar relativ viel, selbst auf normal. Und dann ist es aber irgendwann aus. Und man hat noch sehr viel zu tun. Sehr viel zu erforschen, sehr viel zu bauen, sehr viel zu zerstören und so weiter. Das heißt, man geht dann raus und sucht sich einen kleinen Außenposten. Und den muss man auch erstmal sichern. Und dann baut man da eine Bahnverbindung, um den Außenposten mit dem Hauptposten zu verbinden und den Transport zu gewährleisten und auch das zu optimieren. Und das ist irre geil. Also ja, wir lassen den Rest auf Medium. Bei Mapseed nehme ich 13. Das mag ich ganz gerne. Das wird bei allen ähnlich aussehen. Nicht exakt gleich, aber ähnlich. Es gibt dafür für das exakt gleiche hier später auch noch den Map Exchange String, aber der funktionierte bisher nicht so wirklich bei mir. Also ja, neue Welt. Dann kann ich euch mal die ersten Schritte zeigen und auch ein paar recht nette Tricks, die ich so mit der Zeit gelernt habe. Oh. Also, das ist die Spielwelt. Der kleine Mann sind wir. Mit Mausrad kann man reinscrollen. Hier unten unsere Hotkey-Leiste, wo wir nur zwei Sachen drin haben. Ein Burner Mining Drill. Das ist eine automatische Abbauvorrichtung. Also ich könnte theoretisch einfach so, ohne Ausrüstung, auf der Kohle rumhauen. Aber ihr seht schon unten die Anzeige, das ist tierisch langsam. Ein Ticken schneller geht das, wenn ich E drücke. Komme ich in das Crafting-Menü und unser Inventar. Und wenn ich hier eine Iron Axe herstelle. Man sieht, es braucht 0,5 Zeiteinheiten, es braucht drei Eisenplatten und zwei Iron Sticks. Gut, Platten haben wir, Iron Sticks haben wir nicht. Wir können Iron Sticks aber recht einfach herstellen mit einer Platte. Das Schöne an dem Spiel ist aber, wenn ich jetzt hier drauf drücke, achtet mal unten links auf den Monitor. Er baut zuerst die Eisensticks und dann baut die Dinger hinterher. Das heißt, wenn alle vorherigen Ressourcen vorhanden sind, baut er erst die Subkomponenten und dann das finale Produkt, was irre praktisch ist. Aber das geht halt nur im Inventar. Und das Spielerinventar und das Spielercrafting ist nachher viel zu langsam. Und genau deswegen brauchen wir halt zig Tonnen von Riesenmaschinen, die die Weltherrschaft an sich reißen werden. Und die Fische da im Wasser werden auch nicht mehr lange im Wasser sein. Hier kommt gleich ein Kohlekraftwerk hin. Dann hast du drei Augen oder bist weg. Aber ja, ich schweife ab. Also, Burner, Mining Drill, den haben wir am Anfang. Der braucht Kohle, um betrieben zu werden. Es gibt da aber einen ganz schicken Trick. Den will ich euch bald zeigen. Erstmal brauche ich allerdings noch ein bisschen Holz. Für mehr Pickäxte. Ein paar Strommasten später. Und auch als Brennmaterial, wenn Kohle gerade mal ist. Stein braucht man am Anfang primär, um die Öfen herzustellen, also die Schmelzöfen. Ihr seht in meiner Hotkey-Leiste an zweiter Stelle einen Schmelzofen. Den werden wir auch demnächst aufstellen, um das erste Eisen einzuschmelzen. Aber man braucht diese Öfen auch, um weitere Burning Miner Drills zu bauen. Also mehr hiervon. Weil wir brauchen mindestens eins, zwei bei der Kohle. Dann brauchen wir einen hier beim Stein. Dann brauchen wir einen hier unten beim Eisen. Und auf der Minimap sieht man hier hinten so ein rötliches Vorkommen. Das ist Eisen. Also kurz zur Erklärung der Minimap: Schwarzkohle, Grau, Eisen, Orange, Kupfer, Lila oder Rosa? Rosa. Team Lila. Rosa ist Erdöl. Blau ist halt Wasser. Und Rot haben wir Gott sei Dank noch nicht auf der Karte. Das wären feindliche Basen und/oder Gegner. So, also Holzhacken. Vor allem, wir brauchen so viel Platz später. Fast alle Bäume müssen weg. Ein Nachteil von den Bäumen weghacken ist, dass die einheimische Bevölkerung das auch nicht so sehr mag. Und Bäume verringern Umweltverschmutzung. Also die saugen den Smog quasi auf und werden so richtig schön grau. Aber ja, wir brauchen halt das Zeug und wir brauchen den Platz. Und so schlimm ist es auch nicht, wenn man die Umwelt verschmutzt. Hat man so eine kleine Herausforderung, wenn jeden Tag 100.000 Aliens an den Mauern hochkrabbeln und die Geschütztürme leer laufen. Ja, erster Punkt. Wir haben jetzt ein Burning Mining Drill aufgestellt auf einem Eisenvorkommen. Das Eisenvorkommen ist endlich. Man kann Mouseover machen über jeden Punkt. Da steht ja genau unten, also auf der rechten Seite vom Bildschirm, steht unten Amount 720. Das hält eine Weile, zumal die auch nicht so schnell sind, die Dinger.
Aber er hat gerade gebohrt, hat mir auch schön gehört. Dacka, 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 dacka. Ist auch übrigens neu, die Soundeffekte. Gab es vorher nicht. Er hat jetzt gebohrt und hat das Eisen hier rausgespuckt, wo der gelbe Pfeil ist. Wenn ich jetzt F drücke zum Aufheben, macht er weiter. Aber macht halt nur so lange weiter, bis er wieder eins abgebaut hat oder hingeschmissen. Dann versucht er das zweite abzubauen, merkt, oh, da ist ja gar kein Platz und hört auf. Deswegen setzt man am Anfang eine Kiste dahin. Genau dahin, wo der Pfeil ist. Zonk. Und er wird jetzt nach und nach alles da reinschmeißen. Man kann Alt drücken und wird einem angezeigt, was in Kisten drin ist. Das ist irre praktisch. Das heißt, man musste nicht immer gucken, was ist in der Kiste, was ist in der Kiste. So das Minecraft-Phänomen. Knatsch, knatsch, knatsch. Sondern man weiß immer, wo was drin ist. Und man kann, wenn man Steuerung gedrückt hält und Linksklick macht, alles auf einmal aus einer Kiste rausholen. Was das Ganze noch viel schneller macht. Jetzt will ich aber erst ein bisschen mehr Platz haben hier. Wegholzen. Das Ding baut fleißig Eisenerz ab, aber wir wollen kein Eisenerz haben, sondern Eisenplatten. Also stelle ich mal einen Schmiedeofen daneben, ein Stone Furnace, der ebenfalls Brennstoff braucht. Am Anfang braucht ziemlich viel Brennstoff. Später kann man richtig auf Strom umschalten und alles, aber am Anfang ist fast alles Holz oder Kohle betrieben. Und damit ich jetzt nicht immer von Hand da Eisenerz raushole und das hier reinlege, nehmen wir einen Burner-Inserter. Der braucht allerdings erstmal ein paar Eisenplatten, eine um genau zu sein, und ein Eisenzahnrad. Das heißt, wir nehmen uns mal die fertig geschmolzenen Eisenplatten hier raus und stellen ihn her. So, die Dinger, die Inserter, die sind irre wichtig. Vor allem auch die Ausrichtung. Und zwar da, wo der Strich ist, von da nimmt sich der Greifarm die Dinge und tut sie dahin, wo der Pfeil hinzeigt. Also in unserem Fall nimmt er es aus der Kiste, tut es in den Schmelzofen. Und auch der braucht Brennmaterial. So. Allerdings ist im Stone Furnace momentan schon viel drin. Das heißt, es ist nicht so, dass er das Ding füllt bis zum Rand, sondern er tut erst Sachen rein, wenn zu wenig hier drin ist. Das ist eine wichtige Sache für später, aber ne, jetzt nicht ganz so interessant. Und weil ich ja auch noch fauler bin als überfaul, baue ich jetzt noch einen Burner Inserter, noch eine Kiste. Stell die da drüber, nehmen wir den Inserter, mach den Strich unten hin zum Stone Furnace, den Pfeil oben zur Kiste. Schmeiß da abermals Brennstoff rein. So, jetzt haben wir eine richtig schöne Kette. Also er nimmt das Erz von hier, tut es in die Kiste, nimmt es aus der Kiste in den Stone Furnace, schmilzt es dazu Eisenplatten, holt die Eisenplatten aus dem Stone Furnace in die Kiste und ich kann einfach alle 5 Minuten hier runterkommen, Steuerung Linksklick machen und habe Eisenplatten. Super System. Das heißt, ich hätte jetzt gerne als nächstes 2 weitere Burning Mining Drills. Dafür werde ich mehr Stein brauchen. Ne, was fehlt? Oh, es fehlt nur Eisen. Sehr schön. Geht das jetzt? Ja, es geht. Okay. Ich warte trotzdem noch mal kurz für ein wenig mehr Eisen, damit ich jetzt alles schön in einem Schwung machen kann. Weil gerade am Anfang neigt man dazu, recht viel sinnlos hin und her zu laufen und verschwendet so doch ein bisschen was an Zeit. Also einfach am Anfang Holz klopfen, wenn ihr Zeit überhabt. Also wenn ihr wartet, bis die Maschinen genug neues Eisen reingeschafft haben. Einfach Holz klopfen, ein bisschen Stein klopfen. Davon braucht man am Anfang ziemlich viel. Theoretisch könnte man auch direkt das Eisen klopfen. Aber die Ressource kommt ja so oder so rein durch die Maschinen. Also, nee. So. Ja, das müsste reichen. Das heißt, wir gehen jetzt zu unserem Kohlevorkommen. Oh, warte mal, hier unten ist auch eins, oder? Ja, das ist viel näher dran. Sehr schön. Wegen den ganzen doofen Bäumen sehe ich das gar nicht. Also hier Platz machen. So, wir nehmen jetzt den Burner Mining Drill. Stellen ihn so hin, dass der Pfeil nach unten rechts zeigt. Von dem Ding aus. So. Jetzt nehmen wir einen zweiten und stellen ihn so hin, dass der Pfeil nach oben links zeigt. Tada! Tu jetzt in ein Holz rein und guck mal, was passiert. Zweite geht auch an. Weil sobald er fertig ist, legt er seine Kohle in den hier. Und wenn der was produziert, legt er seine Kohle in den hier. Das heißt, die laufen jetzt endlos so weiter, ohne dass ich mich um irgendwas kümmern muss. Das Einzige, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde alle 5 Minuten vorbeikommen, werde mit Steuerung Linksklick auf den drücken, Steuerung Linksklick auf den drücken und Kohle abbauen. Das ist irre, irre praktisch. Davon werden wir nach und nach noch 2, 3, 4 hinbauen. Auch wenn wir so lange Kohle nicht mehr brauchen werden. Aber, pscht. So, das wollen wir nicht. Wir wollen neue Eisenplatten abholen.
Dann machen wir uns dran, ein Kupfervorkommen zu ergründen. Oh, ich muss Sachen nachfüllen. Du, wir hätten gerne... Ja, komm, ein bisschen Holzkanne rein. Der Arm hat noch Holz. Du hast fast nichts mehr. Wie viele Eisenplatten hast du uns gemacht? Baum im Weg. 26 Eisenplatten, das ist doch super. Ich merke allerdings gerade, dass Stein ein Problem ist. Weil ich bräuchte jetzt noch ein, zwei Burning Mining Drills für Kupfer. Dafür bräuchte ich wieder 10 Steine. Und genau deswegen meinte ich eben gerade, wenn ihr Zeit habt und die Maschinen gerade fleißig am Werkeln seid, aber ihr nur drumherum steht oder hin und her lauft, einfach Steine klopfen, Holz hacken. Gibt nichts Besseres. 10 Steine, 11 Steine. Ich gehe mal so auf 15 Steine, dann haben wir einen kleinen Vorrat, das ist gut so. Und ja, mir ist aufgefallen, dass es inzwischen ziemlich duster ist. Man kann später, hier oben ist die Forschung, die können wir gerade noch nicht betreiben, aber man kann später auch noch Lampen und alles mögliche andere erforschen. Also die Sachen, die man jetzt hier beim Crafting sieht, ist bei weitem nicht alles. Das ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt. Muss man halt nach und nach freischalten. Wo auch die Aliens ins Spiel kommen. Also später das Hightech-Zeug kann man nur erforschen, wenn man Alien-Basen angreift und zerstört. Das heißt, es ist schon ein Teil des Spiels, auch zu kämpfen. So, euch holen wir ab. Kupfer. Was sagt die Minimap? Die Minimap sagt... Scroll, scroll, scroll. Yay, Pixel. Die Minimap sagt, da wäre Kupfer und da wäre Kupfer. Ich glaube, ich nehme das erstmal von da. Das ist alles denn so schön nah beieinander hier. Dann kann ich Fließbänder von da nach oben machen, bis nach hier. Vom Eisen nach oben, vom Kupfer nach oben und dann hier so eine Sammelstelle für die ganzen Erze machen. Übrigens, dieses rot hervorgehobene hier ist unsere Umweltverschmutzung. Ich drücke mal Alt, ist sie weg. Alt ist sie wieder da. Ist jetzt noch nicht wirklich hoch, aber das wird halt mit der Zeit immer mehr. Und es ist zappenduster. Du, komm mit. Kohle. 36 Kohle, 38 Kohle. Also ja, für den Tipp bin ich echt dankbar, damals. Du, füll dich. Du, füll dich. So. Du hast noch? Na komm, du kriegst auch gute Kohle. Das heißt, das müsste jetzt die ganze Zeit lang laufen, während wir unten uns um das Kupfer kümmern. Denn Kupfer braucht man, sobald man mit Strom anfangen möchte. Also mit einem Dieselgenerator und Strommaste und Elektrochips und also was. Da braucht man Kupfer für. Für das ganze Steinzeitzeug, was wir da eben gerade gemacht haben, reicht Eisenkohle. Das sieht doch gut aus. Oh, und gleich noch ein Steinvorkommen daneben. Sehr schön. Also ja, den Seed Nummer 13, den mag ich echt gerne. So, wir hätten gerne 2 Mining Drills. 1 Stone Furnace. 4 Inserter, ein paar Transport Belts. Die werden jetzt alle nach und nach abgearbeitet. Man kann auch auf Dinge rechts klicken. Dann werden davon gleich 5 am Stück hergestellt. Ihr seht hier, ein herstellen, 5 herstellen. Ist gerade später sehr praktisch. Denn eigentlich, wenn man genug Ressourcen hat, und zu dem Punkt kommt man eigentlich recht schnell, sollte das Spielercrafting durchgehend am Laufen sein, um halt die Maschinen ein bisschen zu entlasten. So, also Schritt 1, ein Mining Drill. Schritt 2 machen wir hier auch nochmal einen Mining Drill hin. Dann muss alles befeuert werden. Du, Kohle, Kiste. Kiste, Kohle. Schritt Nummer 1. So, du nimmst da draus das Erz, tust es da rein. Du brauchst wieder Brennmaterial. Du nimmst es da raus, tust es da rein. Du brauchst auch Brennmaterial. Oh, du fehlst noch. So, ähnlich oben wie beim Eisen werden jetzt hier Kupferplatten hergestellt, Kupferplatten da eingelagert. Aber ich will das Ganze jetzt schon ein wenig mehr machen. Weil man braucht eigentlich in diesem Spiel immer von allem mehr. Haben wir noch... Wir haben noch Inserterarme, ja. Wir haben Kisten, ja. Wo ist der zweite Mining Drill? Ach, da fehlte uns Stein. Okay. Gehen wir hier hin, schnorren uns ein bisschen Stein.
Ah, ganz viele Burning Mining Drills. So. Ich baue das Ganze jetzt mal rückwärts. Also erstmal den Arm, der es von einem nicht vorhandenen Stone Furnace wegnimmt. Dann den nicht vorhandenen Stone Furnace. Dann den Arm, der von dem Stone Furnace... Nee, zum Stone Furnace von einem nicht vorhandenen Kistengebilde das wegnimmt, wo der Mining Drill das abliefert. So, und alles braucht Brennstoff. Wir sollten definitiv gleich wieder hoch zur Kohle. Ich mache erstmal das Ganze sehr rudimentär, dass es so ein bisschen befeuert ist und ein bisschen läuft. Hol mir die ersten Kupferplatten, noch ein bisschen Stein und sag Adieu. Wir hier brauchen Eisenplatten und Kohle. Und jedes Mal, aber auch jedes Mal, wenn ich Kohle sage, summt es in meinem Kopf mit einem gewissen Kohle-Song. Das ist echt gemein. So, wir könnten das erste Forschungslabor bauen, aber nee, so will ich nicht spielen. Ich will Strom. Und zwar will ich viel Strom. Dafür brauchen wir eine Steam Engine. Wir brauchen drei Boiler. Also Steam ist Dampfantrieb. Das heißt, wir haben einen Boiler, der Wasser erhitzt. Und der Wasserdampf wird dann benutzt, um Energie zu betreiben. Also ich hätte gerne drei Boiler. Zwei, drei Boiler. Ich hätte gerne zwei Untergrundpipes, also Rohre. Und ganz viele normale Pipes. Was brauchen wir für unseren Electric Pole? Wir brauchen noch mehr Holz. Das Holz habe ich nämlich alles verfeuert. Ist aber nicht schlimm, es stehen noch dezent viele Bäume in der Gegend rum. Alle weg. So, wir hatten gesagt, wir holen Kupfer von unten. Das läuft dann hier lang hier hoch. Wir erstellen Kohlekraftwerke hier. Oder Kohle-Mining-Drills. Die liefern das auch nach oben. Eisen auch nach oben. Also hier oben ist eine Sammelstelle. Unter dem Erdölfeld. Was man nicht sieht vor lauter Bäumen. Ja, hier so ungefähr. Okay. Ich weiß, dass meine Maschine sehr viel Platz braucht. Ich gucke mal ein bisschen nach oben, was die Karte da so sagt. Sagt schon mal mehr Eisen. Was mir aber viel wichtiger ist, ob da eine gegnerische Basis ist, denn ich würde ungern die Fabrik direkt neben der gegnerischen Basis bauen. Und ob da Wasser ist, weil wenn Wasser ist, dann kann ich es nicht bauen wegen Symmetrie und so. Ist ja doch dezent wichtig für mich. Aber ne, sieht gut aus. Das da oben ist kein See, das ist wieder ein Eisenvorkommen. Also sehr schön für uns. Das heißt... Meine Fabrik wird hier ihre untere linke Ecke haben, da ihre untere rechte, da ihre obere rechte und da ihre obere linke. So Pi mal Daumen für den Anfang geschätzt. Das heißt, ich mache hier unten meine Stromversorgung hin. Wir setzen also, was auch sehr praktisch ist mit der Stromversorgung. Also die Stromversorgung wird lange Zeit, also später, lange Zeit das einzige sein, was Kohle braucht. Also mit ein, zwei ganz kleinen Sachen, die auch noch Kohle brauchen. Aber fast alles andere mit Strom betrieben. Das heißt, ihr solltet dafür sorgen, dass ihr auf jeden Fall Kohle oder andere Brennstoffe in der Nähe habt von eurem Boiler und den Steam Engines. Und ich habe ganz vergessen, eine Pumpe zu bauen. Das wäre ein wenig doof, so ohne Wasser. Also Pumpe. Pumpe pumpt. Da mache ich direkt an die Pumpe so ein unterirdisches Rohr. Da müsst ihr darauf achten, wo der Ausgang ist. Ich mach mal zum Scheinwerfer hin, kann man es besser gucken. Also so wird es nach unten zeigen. Und mit R dreht man die Dinger halt. Also, du daran. Dann seht ihr hier diese gelben Striche. Scheinwerfer auf. Seht ihr hier die gelben Striche? Und das kann recht weit gezogen werden bei den unterirdischen Rohren. Aber man spart dadurch keine Rohre, weil die Dinger kosten irre viel. Ich bin ein wenig verschwenderisch. Ich mache einfach direkt beim nächsten Feld schon wieder einen Aufgang. Der Sinn dahinter ist... Ich mache ein paar normale Rohre, dass ich bei Rohren nicht rüberlaufen kann. Aber zwischen diesen zwei runtergegangenen Dingern kann ich durch. Weil ich habe immer gerne die Möglichkeit, schnell zwischen meinen Maschinen hin und her zu huschen. Und das ist dann dadurch gegeben. Ja, aber die brauchen wir gar nicht. Wir machen hier nämlich... Warte, wir machen hier nämlich einen Knick. So, soll fürs Erste reichen. Du weg. So... Sieht jetzt ein bisschen ineffizient aus, ist es aber nicht, weil hier kommen die Boiler rein. Eins, zwei, drei Boiler, die auch alle Treibstoff haben wollen.
Boiler Nummer 1, Boiler Nummer 2, Boiler Nummer 3. So, also Wasser wird rausgepumpt, hat, wie man rechts sehen kann, im Mouse-Over-Menü eine Temperatur von 15 Grad. Hier hat es eine Temperatur von 100 Grad, aber auch 6 Verunreinigungen. Hier hat es 100 Grad, hier hat es 100 Grad. Und eigentlich müsste es hier auch 100 Grad haben, aber es wird gerade nicht weiter gepumpt, weil kein Abnehmer für das Wasser da ist. Da machen wir mal das schöne Ding hier. Boing. Und ihr seht ihr hier unten, so sieht das Wasser normal aus. Und hier seht ihr schon so richtigen Blasen drin. Das heißt, es wird immer heißer. Das ist ein kleiner optischer Effekt, aber ich finde das irre geil, dass sie es mit reingepackt haben. So, also hier ist 100 Grad, 100 Grad, hier schon nur noch 60, weil das Ding hat aufgehört zu arbeiten. Denn es hat keine Stromabnehmer. Wir hätten also gerne ganz viele Electric Poles. Die Dinger, die in der Natur rumstehen und immer so schön summen. Die hier. Die setzen wir mal. Ich habe ein System, das sieht folgendermaßen aus. So. Oh, du bist falsch. Immer zwei Felder dazwischen frei. Das hat den Hintergrund. Es ist, glaube ich, auch die maximale Reichweite, wie die voneinander stehen können. Und es gibt später bessere Poles. Die haben dann genau die Reichweite, die die Felder da unten nicht mehr haben. Das war jetzt doof ausgedrückt. Also, die haben einen Radius von einem Punkt mehr. Also wenn man das genau so später die anderen dahin setzen würde, dann wäre alles abgedeckt. Das heißt, ich werde jetzt schon so bauen, wie wir es auch später brauchen werden und muss dann nur die Poles ersetzen. Anstatt alle Maschinen umzubauen, was dezent nervig ist. Aber ja, wir haben jetzt unsere Stromversorgung. Wir haben immer noch keinen Stromabnehmer, weil die Dinger hier verteilen das nur. Deswegen baue ich einfach mal, sobald ich genug Eisen habe, die erste elektrische Mine. Da sparen wir uns jetzt schon mal ganz viele Kohleabnehmer. Hier unten nämlich. Was fehlt uns denn? Uns fehlen drei Electric Circuits. Electric Circuits, gucke ich nach. Brauchen eine Eisenplatte und drei Kupferkabel. Kohle mit. Kupferkabel sind kein Problem. Wir müssten hier unten jetzt inzwischen ziemlich viele Kupferplatten. Ah, keine Kohle. Aber 122 Kupferplatten. Also ihr merkt schon, das Spiel nimmt sehr schnell sehr viel Tempo auf. Und das wird immer abgefahrener. Also es dauert eine ganze Weile, bis das denn anhält und man einen stetigen Fluss von sehr vielen Ressourcen hat. Ja, aber erstmal jetzt das Zeug. So. Wir müssen noch gar nicht so viel reintun. Denn wir werden ja bald alles elektrifizieren und so. Können wir das jetzt bauen? Ja, Electric Mining Drills. Baue ich gleich mal zwei Stück von. Dann noch ein paar Circuits. So 10 Stück auf Vorrat. Ein paar Copper Cable auf Vorrat. Weil wenn wir die Zwischenprodukte für die Endprodukte schon im Inventar haben, geht das Herstellen natürlich wesentlich schneller. Jetzt baut er gerade alle Zwischenprodukte vorher, bevor er das eigentliche Ding baut. Ist nicht ganz so schlimm, aber manchmal will man Dinge halt schnell haben und hat keine Lust, dann 5 Minuten zu warten, bis die Warteschlange durchgeht. Boah. Ich hätte das hier noch einen höher machen sollen. Man kann die Strommäste übrigens auch einfach hier auf ein Kohlefeld oder ähnliches Ressourcenfeld draufbappen. Das ist gar kein Problem. Auch Straßen und ähnliches können durch so ein Feld durchführen. Und die Ressourcen gehen dadurch nicht kaputt. Sehr wichtiges kleines Detail. So, also, einen von euch. Die Dinger hier sind dezent größer und schneller und besser als die Burner Mining Drills. Sie haben ein 5x5 Feld. Die Maschine selber hat aber nur ein 3x3 Feld. Das heißt, ich setze die Maschine hin, kann in diesem Einfeldradius drumherum andere Sachen bauen, wie zum Beispiel einen weiteren Drill. Aber dieses 5x5 Feld wird am Ende total abgebaut. Das heißt, ich sollte das Ding gleich so platzieren, dass kein einzelnes Kohlefeld irgendwo in der Ecke überbleibt. Weil das ist ein bisschen doof. So, also das Ding arbeitet jetzt, spuckt unten seine Sachen wie gewohnt aus. Problem ist nur, es ist keine Kiste da, also wird er auch zu arbeiten. Ich will aber jetzt nicht wieder eine Kiste hinpacken und doofen Arm und das Ganze von Hand abholen. Nein, ich hätte das gerne mit einem Fließband. Deswegen bauen wir unsere ersten Fließbänder. Fließbänder sind irre toll. So. Die war zu weit. Zu kurz. So. Die bringen das gute Zeug hier unten zu unseren Boilern. Ah, dieses kam eben gerade, weil ich zu weit weg stand.
Also ich kann nur in einem gewissen Radius um den Spieler herum bauen. Sonst wäre es wohl zu komisch. Ja? So, dahin. Jetzt füllt sich das Fließband nach und nach mit der Kohle. Und das Ding arbeitet nur so lange, bis es Kohle, also so lange, wie es Kohle weglegen kann. Das heißt, irgendwann ist das Fließband voll und das Ding hört auf zu arbeiten. Was ein bisschen doof ist. Aber ja, kümmern wir uns später drum. Jetzt brauchen wir als nächstes Inserter. Also keine Burner-Inserter, sondern ganz normale Strom-Inserter. Also laufen wir durch diese schnieke Abkürzung hier und holen uns ein wenig Eisen ab. Und auch das werden wir bald so umstellen, dass wir nicht so weit laufen müssen. Kohle. Dass wir nicht so weit laufen müssen, denn laufen ist doof. Fliegen und fahren ist viel toller. sodass alles zu uns hingeliefert wird. Damit wir uns darum kümmern können, alles zu automatisieren. Und nicht solchen niederen Diensten hinterherlaufen. Ah ja, und man kann auf Fließbändern auch laufen und hin und her geschoben werden, was ganz lustig ist. Vor allem ist man langsam, wenn man dagegen läuft, und schneller, wenn man mitläuft. Das heißt, man könnte so quasi Straßen bauen. Aber ja, später. Du läufst. Du hast eine Available Performance von sehr viel und gebraucht wird davon höchstens ein Fünftel oder Sechstel. Das wird sich sehr schnell ändern und wir werden dann auch sehr schnell mehrere hiervon in eine Reihe schalten müssen, weswegen das Stromnetz hier vielleicht nicht so die beste Wahl war. Aber das müssen wir dann später umbauen. Also Kohle kommt rein. Wir wollten jetzt die Inserter bauen. Baue ich gleich mal 10 Stück von. Wir haben es ja. Dann setze ich die so hin, dass sie die Kohle vom Fließband nehmen und da rein. Die meckern jetzt allerdings, nicht weil sie keine Kohle haben, sondern weil sie keinen Strom haben. Also setzen wir dich dahin. Mein Muster geht jetzt noch nicht auf, aber ich weiß, der Zukunfts-Gerugon wird sich freuen, weil für ihn wird das Muster aufgehen. So. Sieht jetzt ein bisschen wüster aus, als ich es eigentlich gerne hätte, aber es funktioniert und das ist die Hauptsache. Das heißt, die warten jetzt, bis die Boiler keine Kohle mehr haben. So zum Beispiel. Und füllen den Boiler dann auf. Aber auch nur bis zu einem gewissen Wert. Sie füllen ihn nicht komplett auf. Das heißt, es ist immer nur 5 Kohle auf Vorrat. Hatte ich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, dass sie nur bis zu einem gewissen Grad auffüllen. Das kann nämlich wichtig sein, weil sobald das Fließband hier keine Kohle mehr liefert, sind die Boiler sehr schnell alle. Und alles, aber auch wirklich alles an Maschinen hängt später von diesen Steam Engines ab. Und wenn da mal ein Stromausfall ist, dann ist garstig. Vor allem, wenn man fliegende Roboter hat und die Roboter dann keinen Strom mehr haben und einfach runterpurzeln, ist nicht lustig. Oder wenn die Lasertürme aufhören zu schießen, wenn gerade eine Invasion ist und so eine Scherze. Also muss man schon ziemlich aufpassen. Aber es gibt später auch bessere Brennstoffquellen als einfach nur Kohle. Das sind Brennstoffblöcke oder Brennstoffzellen, die halten dann auch wesentlich länger. Trotzdem sollte man hier ab und an mal wieder ein Auge drauf haben. Aber gut, wir haben Strom. Wir haben den ersten Electric Mining Drill. Jetzt heißt es nach und nach Eisen und Kupfer ebenfalls mit Strom zu versorgen, also die Poles bis nach unten zu bauen, die Electric Mining Drills dahin zu setzen und danach ganz lange Laufbänder bis hier oben machen. Und dann fange ich an mit der ersten richtigen Automatisierung. Also aus Eisenplatten Zahnräder machen, aus Zahnrädern und Kupferplatten zusammen die ersten Forschungsmodule herzustellen, nämlich so eine Science Packs hier, und damit dann auch die erste Forschung zu machen. Aber das muss bis zur nächsten Folge warten. Ich hoffe, euch hat es soweit schon mal gefallen. Ich finde Factorios ein irre interessantes Spiel, dafür, dass es erst in der Alpha ist. Es wird ziemlich, ziemlich viel und schnell dran gearbeitet. Es gibt jetzt schon Dutzende Mods dazu, die das Spiel noch interessanter machen, wenn man mit Vanilla sozusagen durch ist. Auch wenn das schon an die 100 Stunden dauert. Also man kann sich definitiv sehr lange damit beschäftigen und das Spiel ist nicht so teuer. Kaufen könnt ihr es direkt auf deren Homepage unten in der Beschreibung verlinkt. Also bis gleich.